Hallo, einen schönen guten Morgen, ihr Lieben. Ich wollte euch heute Morgen mal ein kleines bisschen mitnehmen auf meine Reise durch dieses Tutorial, was ich hier gerade male. Diesen Eiffelturm mit den Rosen, das wird ein Tutorial für den Juli, eins der Juli-Tutorials im Aquarellclub. Und ich wollte euch mal ein paar Sachen zeigen, die ich hier gemacht habe. Zuerst fällt dir vielleicht auf, dass das Aquarellpapier hier auf einer Platte befestigt ist. Ich habe das Aquarellpapier gespannt, bevor ich angefangen habe zu malen. Und das ist eine ziemlich tolle Sache, denn das bedeutet, dass das Papier die ganze Zeit vollkommen glatt bleibt. Also gerade hier oben im Himmel habe ich mit Wet in Wet gearbeitet und das ganze Papier nass gemacht. Und vielleicht kennst du das, dass das Papier dann sich anfängt zu wellen und dass das ziemlich nervig sein kann und vor allem, dass sich natürlich auch solche Täler bilden, Berge und Täler im Papier und dann steht das Wasser in den Tälern und ist es einfach nicht so gut dann zu malen. Und eine ganz tolle Lösung ist wirklich, das Aquarellpapier zu spannen. Ich habe das dafür auf so einer Leichtschaumplatte befestigt. Ich hatte ein bisschen damit herumexperimentiert und ich habe zum Beispiel zuerst Holzplatten verwendet, was nicht so gut funktioniert hat. Einmal, weil die Holzplatte das Wasser sehr doll aufgenommen hat. Also ich hatte eine Holzplatte, die keine Beschichtung hatte. Und dadurch hat es dann sehr lange gedauert, bis die einzelnen Schichten getrocknet sind, weil eben die Holzplatte unten drunter auch das Wasser aufgenommen hat. Und diese Leichtschaumplatten hier, die sind dann, da habe ich wesentlich bessere Ergebnisse erzielt. Die haben auch eine Beschichtung hier. Also das heißt, die Platte an sich nimmt kein Wasser auf und dann dauert es auch nicht so lange, bis meine Schicht getrocknet ist, wenn ich dann hier eine Wet- und Wettschicht angewendet habe und einmal das komplette Papier nass gemacht habe. Und es ist wirklich, das Papier bleibt vollkommen glatt, auch wenn du es völlig nass machst und mit Wasser durchtränkst. Es ist wirklich herrlich, so zu malen. Wenn du das einmal probiert hast, wirst du das nie wieder anders wollen. Eine zweite Sache, die hier mit dieser Leichtschaumplatte ganz toll ist, dass diese Klammern, die ich hier genommen habe, um das zu befestigen, das siehst du ja so ein bisschen, die sind unter dem Washi-Tape. Ich habe hier nochmal Washi-Tape aufgeklebt, einfach nur, damit ich hier einen schönen Rand habe. Also das Washi-Tape ist nicht unbedingt nötig, aber ich habe das hier festgetackert und diese Klammern lassen sich auch ganz leicht hier wieder rausziehen. Das war bei den Holzbrettern nicht so, die ließen sich überhaupt nicht mehr rausziehen. Das Papier war dann zwar gespannt, aber es war wirklich eine Katastrophe, das wieder abzulösen. Und hier, das funktioniert ganz wunderbar. Die lassen sich ganz einfach rausziehen. Und mit diesen Leichtschaumplatten hier, das ist bis jetzt die allerbeste Variante, die ich herausgefunden habe. Genau. Und dann wollte ich noch mal eine Frage beantworten, die ich immer wieder gestellt bekomme. Gerade auch in der letzten Zeit bin ich das wieder öfters gefragt worden. Ist ja, deine Farben leuchten immer so toll und wirken gar nicht stumpf. Wie machst du das? Der Grund dafür ist, dass ich in meinen Bildern so wenig Pigmente wie möglich vermische. Es ist zum Beispiel mit dem Eiffelturm hier. Der Eiffelturm ist grau. Jetzt könnte man ja denken, ich hätte vielleicht Payne's Grau oder irgendeinen Grauton aus dem Aquarellfarbkasten genommen. Das habe ich aber nicht. Ich habe diesen Grauton aus den Farben zusammengemischt. Entschuldigung. Ich habe den Grauton aus den Farben zusammengemischt, die ich auch in dem Rest von dem Aquarellbild verwendet habe. Und das führt dann dazu, dass die Farben nicht stumpf werden und dass die Farbpalette vor allen Dingen auch immer sehr harmonisch ist und die Farben bleiben leuchtend. Genau, das ist also so ein besonderer Trick für die leuchtenden Farbpaletten. Ich werde also öfter gefragt, ob das am Papier liegt, welches Papier nimmst du denn? Ich sage euch natürlich gerne, was für ein Papier ich nehme. Ich nehme immer Papier aus 100% Baumwolle. Das Papier von Arches, das mag ich besonders gerne. Es gibt aber natürlich auch andere Firmen, die Papier aus 100% Baumwolle herstellen, aber die leuchtenden Farben, die kommen tatsächlich nicht von dem Papier, sondern eben davon, dass ich so wenig Pigmente wie möglich zusammenmische. Genau, und eine letzte Sache, die ich euch für heute nochmal zeigen wollte, ist diese Rosen, die ich hier male. Moment, ich muss nochmal ganz kurz hier etwas einstellen an meinem Tablet.
Okay. Also die Rosen, die ich hier male. Hier siehst du drei Stufen, wo ich gerade in dem Prozess von dem Malen bin. Die erste wäre bei den Rosen hier unten. Das wäre Stufe 1. Hier sind welche aus Stufe 3 und hier oben sind schon fertige. Ich hoffe, du siehst auch ein bisschen den Unterschied. Bei der ersten Rose hier unten, ich habe natürlich bei allen Rosen mit Stufe 1 angefangen. Hier bin ich dann schon weiter mit den weiteren Schichten. Habe ich die erste Schicht aufgetragen. Die ist noch relativ leicht. Du siehst also, dass hier unten noch nicht ganz so viel Kontrast ist. Und die habe ich aufgetragen, um erstmal auch so ein gewisses Verständnis von den Rosen zu bekommen, wie die Blätter sich verhalten, wo sie sich überlappen und in welche Richtung sie sich bewegen. Man sieht hier zum Beispiel, dass dieses Blatt zum Beispiel sich hier so nach außen biegt oder hier an dieser Stelle auch. Oder wir haben zum Beispiel auch Blätter, wo wir eben eher auf den Rand schauen, wie zum Beispiel hier. Hier gucke ich eher auf den Rand von dem Blatt. Die Innenseiten sind meistens etwas dunkler, also mit dieser ersten Schicht kann ich für mich persönlich schon mal so ein erstes Verständnis von den Rosen aufbauen, dass ich dann besser sehen kann auch, in welche Richtung bewegen sich die Blätter, wo sind die Überlappungen und so weiter. Wenn ich die aufgetragen habe, dann trage ich meine nächste Schicht auf. Du siehst, dass ich hier den Kontrast verstärke und dass die Rose viel mehr rauspoppt aus dem Bild und viel mehr Wirkung hat. Das wäre dann also meine zweite Schicht. Die werde ich natürlich auf die Rosen hier auch noch auftragen. Und hier habe ich dann die Farbe intensiviert. Also hier geht es tatsächlich um Kontrast, denn umso mehr Kontrast du in deinem Bild hinzufügst, umso mehr poppt dein Element, je nachdem, was du malst. In diesem Fall jetzt eben hier die Rosen, umso mehr poppen die raus. Du siehst hier zum Beispiel, dass, sagen wir mal hier an dieser Stelle, hier ist das Rosenblatt weiß, hier habe ich keine Farbe. Und der Kontrast zu dem Rosenblatt hier nebendran, der ist nicht ganz so groß. Deswegen poppt hier zum Beispiel diese Stelle auch nicht so raus. Und wenn du dann zum Beispiel mal hier guckst, hier haben wir das Gleiche. Das Rosenblatt ist hier noch weiß. Hier ist das untenliegende Blatt. Und hier habe ich die Farbe verstärkt. Also der Kontrast ist hier natürlich viel größer als zum Beispiel hier. Und ich bin dann hier um die ganze Rose drum herum gegangen und habe geguckt, an welchen Stellen ich eben den Kontrast verstärken möchte. Das werde ich dann hier auch noch machen. Umso stärker der Kontrast ist zwischen den zwei Farben, die sich berühren, also hier zum Beispiel zwischen Weiß und dem relativ dunklen Magenta, umso stärker poppt es natürlich auch heraus. Ich kann natürlich auch sanftere Kontraste erstellen, zum Beispiel, indem ich diese Stelle hier nicht ganz weiß lassen würde, sondern leicht rosa machen würde oder indem ich vielleicht hier an der angrenzenden Stelle das Magenta nicht ganz so dunkel machen würde, sondern etwas heller. Also es geht also darum, dann auch ein Gefühl dafür zu bekommen, an welcher Stelle von den Blumen jetzt hier die Kontraste am stärksten sind, wo sie etwas leichter sind und so weiter. Und was ich dann als letztes gemacht habe, das ist hier bei diesen Blumen schon der Fall. Ich habe dann eine ganz zarte Schicht Orange noch drüber gegeben. Es ist einfach ein bisschen interessanter, wenn man nicht nur mit einer Farbe arbeitet, sondern mit zwei Farben. Und man kann die zweite Farbe tatsächlich auch einfach in einer zweiten Schicht darüber geben. Das lässt die Farben auch ganz, ganz toll leuchten. Also man muss sie nicht immer erst zusammenmischen. Ich hätte die Farben auch erst mischen können, Orange mit Magenta, und dann hier auf die Rose auftragen. Aber tatsächlich ist die Leuchtkraft stärker, wenn man in Schichten arbeitet, anstatt die Farben schon in der Palette zusammenzumischen. Also wann immer es möglich ist, dass ihr Farben in Schichten auftragt, dann tut das. Die werden dann umso leuchtender sein. Und also ein bisschen versuchen zu vermeiden, die Farben auf der Palette zusammenzumischen. Natürlich mische ich auch Farben auf der Palette, das ist klar. Aber es gibt eben viele Gelegenheiten, bei denen ich das auch mit der Layering-Technik machen kann. Also die Farben in Schichten auftragen. Und dann werden die eben umso leuchtender und umso schöner. Genau, die paar Tipps wollte ich heute Morgen mit euch teilen. Dieses schöne Eiffelturmbild hier, das wird ein Tutorial im Aquarellclub. Wenn ihr Lust habt, das mit mir zusammen zu malen, dann könnt ihr euch gerne mal den Aquarellclub anschauen. Ihr findet den unter www.reginadambeck.de/aquarellclub. Aber ihr findet es auch in meinem Profil, wenn ihr auf den Link klickt.
Und das wird eins von den Juli-Tutorials. Und ich habe bisher unheimlich viel Spaß daran, das zu malen. Ich bin überzeugt, meine Mitglieder im Aquarellclub, denen wird das auch Spaß machen. Genau, danke für alle, die reingeguckt haben bei meinem ganz spontanen Live-Video heute Morgen. Ich hoffe, ich konnte euch vielleicht ein paar Tipps spontan mit auf den Weg geben. Und ich werde jetzt hier weitermalen. Euch wünsche ich einen wunderschönen restlichen Tag. Und vielleicht sehe ich ja den einen oder anderen von euch im Aquarellclub oder auch einfach mal wieder hier auf Instagram. Also macht's gut und habt einen schönen Tag. Bis dann. Tschüssi.